So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Neue Werkstatt, dem YouTube-Kanal, bei dem die Dinge manchmal auf dem Kopf stehen. Und genau aus diesem Grund habe ich hier so einen kleinen Adapter entwickelt für meine Stichsäge, um diese über Kopf relativ einfach und spontan einsetzen zu können. Wie ich das Ganze erstellt habe und wie ich das Ganze verwende, zeige ich heute hier in diesem Video. Ich wünsche nun viel Spaß beim Zuschauen. Die Ausgangssituation für das ganze Projekt wird sein, diese Multiplex-Platte. Wichtig dabei ist auf jeden Fall, dass dieses Brett doch ja, 25% breiter ist als die eigentliche Auflage der Stichsäge. Also ungefähr. Es sollte schon ein bisschen breiter sein. Es sollte auch nicht allzu breit sein, dass es noch irgendwie über eine Werkbank einzuspannen ist. Anfangen werde ich jetzt erstmal auch damit, hier diese Platte, die hier oben drauf ist, die löse ich erstmal ab. So lässt sich jetzt schon mal auf jeden Fall besser arbeiten, wenn man jetzt nur diese Platte hat. Der Plan ist hierbei, dass ich mir in dieses Holzstück eine Vertiefung reinfräsen werde, wo diese Gussplatte direkt eingelassen werden kann. Damit das später nicht an irgendeiner Ecke hängen bleibt, muss auf jeden Fall das Ganze hier sehr plan angepasst werden. Die Schwierigkeit wird mit Sicherheit darin bestehen, dass hier die Fläche relativ gleich ist, das ist rechts und links gleich, und hier vorne noch irgendwelche Teile mit verbaut sind. Hier ist noch ein Gewinde drin, ich denke mal, da kann man so einen Anschlag festmachen und so. Das werde ich dann irgendwie anders lösen müssen. Also das heißt, dass hier auch eine Aussparung rein muss, wo diese Teile mit berücksichtigt werden. Hier in der Stirnseite, da werde ich noch ein bisschen nacharbeiten müssen. Das hängt hier noch ein bisschen über, aber ich habe jetzt absichtlich mal nicht ganz so viel weggefräst. Das hier werde ich dann per Hand machen. Da werde ich dann wahrscheinlich mit einem Stechbeitel das hier schön ausstemmen. Dieser Fuß, der kommt ja eigentlich genau umgekehrt herum. Und zwar so rum hinein. Also das bedeutet auch, weil ja hier auch die Stichsäge dranhängt, war jetzt der Plan, dass man das dann so drauf schiebt. Also das heißt, dass ich hier im Nachhinein später so einen Streifen rausarbeiten muss, damit
das dann hier so reingeschoben werden kann. Und diese Platte dann hier schön in diese Vertiefung bis hinten an den Anschlag kommt. So hier in den Ecken, da gibt es so einige Probleme. Ich hätte das jetzt, wenn ich es normal machen müsste, hätte ich es anders gemacht. Ich hätte vorher in den Ecken hier mit einem Forstnerbohrer, mit einem kleinen, mit einem Zehner oder so, erstmal hier diese Radien aufgebohrt. Und dann hätte ich mir hier mit diesen Radien schon mal wesentlich einfacher getan. Ich probiere jetzt mal was anderes. Und zwar habe ich mir hier von dem Schleifband mir so ein Stück abgemacht. Das rolle ich jetzt so zusammen. Jetzt werde ich mich erstmal hier auf den Schlitz konzentrieren, dass hier die Stichsäge auch reingeschoben werden kann. Die ganze Sache ist jetzt hier mal ausgeschnitten auch und jetzt sieht man auch schon, wenn man diese Fußdruckplatte, diese Alugussplatte hier reinschiebt, dann passt es auch bis zu diesem Punkt, wo hier diese zwei Nasen sind. Also wenn ich mir das hier so ranhalte, dann komme ich ungefähr auf dieses Maß, dass diese zwei Teile hier eigentlich nur diesen Bereich hier so stören. Also bis hier. Wenn ich das hier wegschneide, dann würde das bis hinten durchgehen und das müsste eigentlich reichen. Und hier ist es einfach dann nur noch mehr ausgespart. So, schauen wir mal, wie das passt. Die Aussparungen sind jetzt hier schön ausgesägt. Gucken wir mal. Okay, cool. Ja, geht gut rein. So, die Stichsäge ist nun zusammengebaut. Ich werde das Ganze jetzt hier das erste Mal in der Rodelbank testen. Ich habe es noch nicht getestet und ich bezweifle fast schon, dass das funktioniert, weil das ist so starr, das Ganze. Das lässt sich keinen einzigen Millimeter zusammendrücken. Und ich habe jetzt doch einiges an Spiel drin. Also wenn man das Ganze hier reinsteckt, dann hält die Stichsäge auch schon mal durch ihr Eigengewicht. Die Abstände sind auch toll. Also das ist hier relativ plan, das Ganze. Für einen Prototyp, sag ich mal, ist es absolut in Ordnung. Ja, und dann war der Plan, dass man das hier einfach einschiebt. Richtet das hier auch plan aus, dass man da auch keine Kanten drin hat, wo man hängen bleibt. Sozusagen hat man hier eine geschlossene Fläche. Also das ist auf jeden Fall bombenfest, das Ganze. Die Stichsäge ist, boah, das ist schon mal nicht schlecht. Ich würde das jetzt gleich mal auch so ausprobieren. Ich bin ja so happy gerade. Also
ich sag mal so, diese Geschichte ist ja wirklich mega. Also wenn man keine Dekopiersäge mal schnell zur Hand hat oder mal so eine Lösung braucht. Aber das Coole an der ganzen Vorrichtung ist doch, dass man das hier einfach ausspannen kann, das Ganze rausnehmen kann. Hier ist nichts verschraubt. Es ist sofort die Stichsäge wieder ganz normal, handelsüblich nutzbar. Ja, ich würde sagen, für den ersten Prototypen ist das hier wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Ich würde im nächsten Schritt nicht viel anders machen, ehrlich gesagt. Vielleicht ein bisschen genauer arbeiten, das würde ich machen. Hier an den Kanten auch ein bisschen anders das Ganze ausarbeiten. Aber sonst vom Prinzip, ich muss sagen, also besser geht's doch gar nicht. Also das ist doch wie gekauft. Ich hoffe, diese kleine Idee hat euch gefallen. Ich bin wirklich selber drauf gekommen beim letzten Projekt. Und deswegen mache ich auch gerne Projekte, weil man immer wieder auf neue Probleme stößt auch, die wiederum auch zu verschiedenen neuen Lösungswegen führt, die manchmal einfach so ausschauen, ja, dass man so eine kleine Vorrichtung hat für eine Stichsäge, habe ich so echt noch nie gesehen und ich fand das jetzt so cool und ich bin immer noch so begeistert und das ist echt geil, also vielleicht werde ich das Ganze hier ein bisschen weiterentwickeln, ich würde es mir dann noch ein bisschen schön machen, das mache ich dann aber ohne Kamera, das ist ja eh langweilig, ein bisschen schleifen und so. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, wenn es euch nicht gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach unten da. Über Kommentare bin ich auch sehr erfreut und mich würde auch interessieren, ob ihr sowas schon mal in der Richtung gesehen habt oder sowas in der Art oder habt ihr sowas in der Art euch selber schon mal gebaut? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen.